Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja. In der letzten Aufnahmesession haben wir unseren ersten Dungeon, sag ich mal, also die Festung der Arnesses. Der Arnesses, abgeschlossen. Wir haben uns jetzt erstmal gesträubt, Nalia weiter zu helfen. Die sitzt jetzt vor ihrem Festungstor rum und schmollt. Ja, wir haben noch drei weitere Gebiete außerhalb, mal abgesehen von der wachenden Festung, die ich noch meiden möchte. Nämlich Umhaarhügel, Windspeerhügel und Handstreff. Unser nächstes Ziel werden die Umhaarhügel sein, damit Minz ein bisschen Ruhe gibt. Aber wir wollen uns auch hier weiter ein bisschen umsehen. Also erst einmal Falkenspromenade. Sachen verkaufen, rasten. Dann uns die Docks ansehen. Und dann geht's zu den Umba-Hügeln. Wobei ich überlege, ob ich noch die Kupferkrone in den Slums dazwischen schiebe. Wegen dieser Sklavengeschichte. Fragt nur. Keine große Herausforderung. Wir haben jetzt wieder Yoshimo bei uns. Und ja, Airway hat so viel Zeug im Inventar. Ich würde eigentlich gerne mal diese Rüstung identifizieren, aber sie hat gerade keinen Zauber zur Verfügung. So, das heißt Walkens Promenade. Da sollten wir auch mit Quail im Zirkus reden, weil er hat Airy einen Brief geschickt. Wer bist du eigentlich? Sehe ich dich hier zum ersten Mal? Es gibt nichts Schlimmeres als einen verfluchten Kobold. Habt ihr euch jemals einen Elf genau angeschaut? Eng zusammenstehende kleine Augen, schmal kleine Gesichter, denen kann man nicht vertrauen. Was immer ihr wisst. Ich schneller als Chick-Ticker schnell pratzen. Airy ist so eine Art Elf. Alle Elten sollten gejagt und getötet werden. Ich schwöre, das sollte man tun. Ich war, wenn ihr es wollt. Komischer Vogel. Hier komme ich in die Promenade rein. Ich setze einfach mal das Abenteurer allerlei als mein Ziel. Oh, wer bist du? Ein Ladenbesitzer. Hast du was Interessantes? Ihr werdet in ganz am garantiert keine besseren Preise finden. Wirklich. Du hast normales Zeug. Heldentränke hättest du 4 Stück, aber das war's auch schon. Gut. Da wäre das hier oben geklärt. Ja, die amtlichen Soldaten. Und ja, ich will erstmal Zeug verkaufen und dann will ich mal endlich ein bisschen shoppen gehen, sage ich mal. Wir haben zwar jetzt einen coolen Flegel, aber... Gut, wir haben den Plattenpanzer an, Minsk hat den Prunkardisch an. Ich hätte gerne das Superschild, was er im Angebot hat. Also das Turmschild. Ja, denk nicht mal dran, was zu stehlen. Hi, ich will erstmal das Zeug verkaufen. Also. Ja, die sind halt allerdings wert, weil sie fast leer sind. Okay, ich trage nichts. 2 Handschwerter, 10 Goldmünzen das Stück. Ist nicht viel. Besser als nichts. Kompositbogen sind jetzt 20 Gold. 2 Händer Flegel mit dem Plattenpanzer gucke ich dann nochmal. Leichte Armbrust, schwere Armbrust, Wurfpfeile können alle weg. Bolzen plus 1 brauchen wir auch nicht. Wir haben nämlich niemanden, der sowas benutzt. Langbogen kann auch weg. Wurfpfeile der Betäubung, die sind schön viel wert und können weg, weil wir benutzen keine Wurfpfeile. Beißende Bolzen können auch weg. Ist alles Geld, was wir dann haben oder nicht haben. Da Geschichten des Nordens, beißende Bolzen. Bei dem Dolch plus 2 bin ich mir nicht so sicher. Speer plus 1 brauchen wir jedoch nicht, Dolche plus 1 auch nicht und die Kurzschwerter können auch weg. Yoshimo hat nur Pfeile, hat die beiden Stäbe, hat den Ring.
Und den Ring verkaufen wir mal und dann verkaufen wir den ganzen Tand, den wir hier drin haben. Am besten erstmal das Einzelne anklicken. Swupp, schwupp. Und dann die hier noch verkaufen. So, da ist endlich mal uns der Beutel leer. Du hast nur unidentifizierte Sachen. Gucken wir mal, was haben wir hier drin. Feuerball möchte ich behalten, Schutzform möchte ich auch eine behalten. Lebenskraftentzug kann weg, Rüstung kann weg, brennende Hände kann weg. Sprühende Farben genauso, Verschwimmen und Steinhaut hätte ich gern behalten. Vampirgriff auch erstmal behalten. Kalte Hand kann weg. Wort der Macht, Schlaf und Monsterbeiruf behalte ich mal. Schutz vor dem Bösen auch. So, Beutel schließen. Was hätten wir hier noch? Illusion entdecken und Zauberstoß, die können wir auch beide mal verkaufen. Und Vertrauten könnte eh nur unser Mensch. Das ist halt. Ja, weg damit so. Gut, wir haben wieder Platz in unserem Inventar. Das heißt, erstmal die ganzen unidentifizierten Fernkampfsachen zum Minsk. Bei den Dolch bin ich mir halt nicht sicher. Bei Yoshimo habe ich jetzt das Schwert hier gegeben. Sein Katana-Bild hebt er auf. Tun wir mal allgemein das ganze unidentifizierte Zeug zu Minsk und den Dolch mal zu Keldorn, bis ich mir überlegt habe, was ich damit mache. So, die beiden Sachen können mal eingeräumt werden. Tränke sollten eigentlich zu Yahira, wenn sie nicht gebraucht werden. Den Abwehrtrank mal da oben rein. Magie-Bann, den könnte ich eigentlich verkaufen, weil den werden wir so gut wie nie benutzen, weil sie kann Magie-Bann, er kann Magie-Bann und ich glaube, ihr, also Talisa, habe ich auch Magie-Bann reingesteckt. Das ist die Schriftrolle völlig nutzlos. Ja, der Plattenpanzer halt. Würde ihr minus 2 bringen. Weil, wem habe ich den Ring gegeben? Den hat sie. Schutzring plus 1 hat sie auf jeden Fall an. Reisendenrobe. Beeinflussungsring. Könnte auch ebenso gut den Schutzring an sie weitergeben. Geht nicht. Gut. Yoshimo könnt ihr nehmen, aber der kriegt nachher dann eine bessere Rüstung auf jeden Fall, also eine magische. Und die Rüstung kann dann halt keiner von den beiden tragen. Ja. Jetzt sind nämlich Zauber deaktiviert. Und ich finde es irgendwie lustig, wie die Rüstung gar nichts an ihrem Aussehen bewirkt. Ich möchte ihr aber eigentlich ungern hergeben, das Kettenhemd des Todes. Es ist erstens so schön leicht. Also um einiges halb so schwer wie das Ding. Und Yahira kann eh nicht so viel schleppen. Machen wir mal einfach den Direktvergleich, was mehr wert ist, wenn wir es verkaufen würden. Was mehr wert ist, verkaufen wir dann. Im Abenteuermarkt einkaufen. Oh. Warte, was ich vergessen hatte. Niedrigsten Preise und keine bunten Verpackungen. Nur die Ware selbst steht zum Verkauf. Ach, regelmäßig habe ich schon alles abgelegt. Gut, und halskettenmäßig, was nichts bringt. Okay. Was können wir für euch tun, damit eure Träume heute wahr werden? Minsk. Sind beide gleich viel wert? Okay, dann geht der Plattenpanzer weg. So. So einfach ist das.
Flammenschwert, Ring der Tierfreundschaft, die Abwehrarmreifen. Die wären für Airy zum Beispiel nicht schlecht. Schockenrufe. Größer gegen Trinkwaffen, Todesmagie. Und kann nur von Magiern benutzt werden. Ring der Luftbeherrschung. Kann Luftelementare bezaubern, ne? Zepter der Auferstehung ist auch nicht so unbedingt das, was wir brauchen. Schutzamulett. Hier hätte ich Abwehrarmreifen RK3 gleich. Die sind nur... ja, knapp 2000 Goldmünzen teurer als die anderen. Also werden gleich die mal gekauft. Energiering, der ist lustig, der macht magische Geschosse. Brauchen wir aber auch nicht unbedingt. Reflektierender Schild, Langschild. Rüstung der tiefsten Nacht, das wäre etwas für ihn hier. Eine super Schurkenrüstung. Eben mit Rüstungsklasse 3. Naja. Lederpanzer, beschlagene Lederwams. Hier sind dann die Waffen. Ich nehme mal nicht an, dass du ein super Zweihandschwert hast für Minsk. Nicht so wirklich. Kurzschwert plus 2, das sieht lustig aus. Krummsäbel plus 1. Weil ich immer noch nicht ganz so überzeugt bin, was ich ja hier geben soll. Ob ich hier einfach einen Kampfstab plus 2 geben soll. Ja, für 1000 Gold kaufen wir mal die Schleuder hier. Genauso das mit dem Kriegshammer hat sich jetzt leider erledigt fürs Erste. Wie gesagt, da habe ich wirklich wohl den Fehler gemacht, falsch reinzupacken. So, das sollte es erstmal hier gewesen sein. So, minus 2, das ist ja schon mal eine Ansage. Und die gute Schleuder. Und dann haben wir noch die ganzen Schamotter hier zum Identifizieren. Und ja, hier hat sie mal deine Rüstung wieder an. Ich warte. Keine große Herausforderung. Da müssen wir mal gucken, wo. Wer hat nochmal mein Schild verkauft? Seid hast du das? Werter Kunde, die Götter mögen euch wohlgesonnen sein. Baldurans Punkhardisch, ja, der dauert noch ein bisschen. Baldurans Schild, das war eigentlich auch. Ja, okay, Stärke minus 1. Das ist nicht so prickelnd. Aber ich überlege gerade. Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ach, du verkaufst Zeug. Oh. Wir kaufen noch einen zweiten Schriftrollenbehälter für Yahira. Aus einem bestimmten Grund. Den zeige ich euch jetzt gleich. Ja. Wenn ich wieder hier unten bin. So. Alles, was nämlich Schutzformel ist und auch so Nachrichten, gehen jetzt erstmal an Yahira. So, dann haben wir nämlich die Zauber mal aufgeteilt. Also alle normalen Schriftrollen zu ihr, alle Priesterschriftrollen und Schutzformeln zu ihr, die wir gebrauchen können. Ja. Schleuderkugeln haben wir viel zu viele. Deswegen werde ich mal die vollen Stacks von den roten zu ihr verschieben. Und die angebrochenen Stacks eben bei ihr lassen. So. Heiltränke haben wir auch noch recht viele. Okay, dann fehlt sogar einer. Gehen wir mal gleich nach. So.
Nein, also sieht alles okay aus soweit. Ja, ich hätte schwören können, der hätte das Shit gehabt, was ich wollte, aber wahrscheinlich... Handwerker oder Höllenleich, das kümmert mich nicht die Bohne. Das Einzige, was zählt, ist das Geschäft. Und Riebald ist dafür da, eins mit euch zu machen. Ja, schön, Riebald. Ich hätte jedoch gerne... Prunkhardisch. Ja, Plattenpanzer, normaler Schild, Tatsche, normaler Schild, Langschild plus 1. Ach, ist es das hier, das Festungsschild? Der mannsgroße Schild trägt seinen Namen völlig zurecht mit Hilfe dieses Schildes. Minus 7 Rüstungsklasse auf Fernangriffe. Minus 4 auf Rüstungsklasse. Mhm.